Hallo, herzlich willkommen zu unserer Reihe Kunststück. Mein Name ist Nicole Oversohl. Ich bin hier freie Kunstvermittlerin am Kunstpalast und ich möchte euch heute gerne ein besonderes Werk vorstellen aus der aktuellen Ausstellung Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker. In dieser Ausstellung setzen wir die Werke, die romantischen Werke von Caspar David Friedrich in einen Vergleich mit denen seiner Dresdner und Düsseldorfer Malerkollegen. Das Werk, das ich euch zeige hier, stammt von einem französischen Künstler, Alphonse de la Brue. Gemalt hat er es 1820 und wir sehen hier ein sehr schönes Porträt von Caspar David Friedrich. Das Werk ist ein ganz besonderes Kleinod dieser Ausstellung, nicht nur aufgrund seiner Größe, es ist nur 8,5 x 7 cm klein, sondern auch aufgrund seiner besonderen Technik. Die Malweise gucken wir uns jetzt etwas genauer an. Gemalt ist es mit Wasserfarbe, sehr ungewöhnlich, auf einem sehr hauchdünnen Elfenbeinträger, Bildträger. Das sehr Schöne dabei ist, dass de la Brue in sehr, sehr dünnen Farbschichten gemalt hat. Und das kann man sehr schön insbesondere an dem blassen Teint des Künstlers von Caspar David Friedrich erkennen, weil er da wahrscheinlich in sehr dünnen Farblasuren nur über dem Elfenbein gemalt hat, sodass das Elfenbein, das Material, noch durchschimmert und dadurch das Gesicht sehr, sehr naturalistisch gestaltet. Das sieht man auch bei den Haaren insbesondere, die sehr fein hier strukturiert wiedergegeben sind. Und man erkennt sofort das charakteristische Merkmal Caspar David Friedrichs Äußeres, das wir auch aus anderen Selbstporträts und anderen Porträts des Malers kennen, nämlich hier seinen markanten Backenbart, den nannte man Favorit, das war auch eine Modeerscheinung des Biedermeier, also des 19. Jahrhunderts, insbesondere in Deutschland. Und er spielt hier mit den Merkmalen, die wir auch aus den Bildern von Caspar David Friedrich kennen, aus seinen Landschaften. Zum einen setzt er hier den Künstler vor einen ganz unbestimmten Bildgrund, so in bläulich-gräulichen Farbtönen gehalten. Und das erinnert sehr stark an das dämmerige Licht aus den Bildern von Caspar David Friedrich oder an seine nebelverhangenen Landschaften. Und was auch charakteristisch ist für Caspar David Friedrichs Malerei, sind seine Rückenfiguren. Das sind die Staffagefiguren, die wir selten von vorne sehen. Und auch hier stellt de la Brue ihn so dar, dass wir im Grunde genommen auf seine rückwärtige Schulter blicken und er uns dann so mit seinem Blick eben sein Halbprofil zeigt. Caspar David Friedrich soll ein sehr introvertierter, bis zur Schwermut neigender Künstler gewesen sein. Auch das könnte man sich vorstellen, wird hier so ganz leicht angespielt. Das Bild ist wahrscheinlich 1819 schon entstanden. Das war das Jahr, als de la Brue den Künstler in Dresden aufsuchte und ihn sehr wahrscheinlich in seinem Atelier besuchte. Und da er auf der Rückseite dieser kleinen Elfenbeintafel Après de la Nature verzeichnet hat, also nach der Natur geschaffen, geht man davon aus, dass Caspar David Friedrich ihm sehr wahrscheinlich auch Porträt gesessen hat. Er dort vor Ort erstmal eine sehr detaillierte Vorzeichnung geschaffen hat und die dann etwas später eben auf Elfenbein miniaturistisch sehr fein übertragen hat. Das zusätzlich Besondere an dem Bild ist, dass de la Brue ein französischer Maler war und Caspar David Friedrich, wie viele andere Intellektuelle seiner Zeit, im Zuge der Befreiungskriege gegen die napoleonische Armee, die etwas vorher stattgefunden haben, nicht so begeistert waren von allen französischen Dingen und sie eher abgelehnt haben. Er aber scheinbar doch offen genug war, obwohl er ziemlich zurückgezogen gelebt hat, diesen jungen und noch sehr unbekannten Franzosen eben bei sich zu empfangen und auch gestattete, dass dieser eben ein Porträt von ihm hergestellt hat.
1819 ist aber noch aus verschiedenen anderen Dingen ein besonderes Jahr. Zum einen fanden dort die Karlsbader Beschlüsse statt, die dazu führten, dass eben die Demagogen, Volksverhetzer nannte man eben Demagogen zu der Zeit, verfolgt wurden, eingesperrt wurden. Das waren vornehmlich intellektuelle, freiheitsliebende Bürger, die sich eben für liberale Reformen stark machten. Und insofern das Leben der Künstler auch erschwerten. Und insbesondere Caspar David Friedrich hat unter diesen restaurativen Verhältnissen auch gelitten. Es war aber für ihn privat ein sehr positives Jahr. Er hat kurz vorher Caroline Bommel geheiratet, hat in dem Jahr seine erste Tochter, ist in diesem Jahr geboren worden, Emma. Und es sollten eben noch zwei weitere Kinder folgen, ein Junge und ein Mädchen. Kurz und gut, das Besondere dieses Werkes ist einfach, dass es dem französischen Maler hier gelingt, all das, was wir auch aus der Kunst von Caspar David Friedrich kennen, die Landschaften, manchmal ein wenig düster gehalten, die Rückenfiguren hier überträgt in dieses sehr, sehr poetische Porträt des Künstlers und es fast so erscheint, als würde Caspar David Friedrich vor einem von ihm selbst geschaffenen Werke stehen. Ja, ich hoffe sehr, ihr bleibt uns weiterhin treu, denn die Kunststückreihe wird weitergehen mit noch anderen spannenden Werken aus dieser Ausstellung. Macht's gut!